Einer der am besten laufenden Köder zurzeit an der Yama ist der Weiko 25 in richtig groß. Hier ist gerade ein bisschen was Größeres, was ein bisschen Action macht. Ja, es lohnt sich gerade wieder hier an der Yama. Also, trotz mehrfachen Server-Neustarts ballern hier gerade ganz gute Brocken rein. Rabam, dicker fetter Seesaibling sogar mit fast 8 Kilo. Das ist auch richtig, richtig nice. Also, den nehme ich natürlich auch gerne mit. Kohlemäßig auch tipptopp. Ja, das Schöne ist, die Dinger fliegen super leicht weit raus. Das heißt, man kann richtig schön durchleiern. Im Moment mache ich hauptsächlich durchleiern und vielleicht so dieses grobe Jiggen, also Tempo 50 und kurz stoppen oder längeres stoppen, dann wieder mit Tempo 50 dreimal kurbeln, längeres stoppen, weil das klassische Jiggen ja so ein bisschen verbuggt ist zurzeit. Also nutzen wir noch die Chance und leiern hier einfach durch. Beziehungsweise, wie gesagt, dann noch wieder Saibling, Saibling, Saibling. Beziehungsweise dann eben hier Full Speed. 1, 2, 3. Wieder ein bisschen ziehen lassen. Nochmal 1, 2, 3. Einfach wieder ein bisschen treiben lassen. Das ist halt immer die Frage. Guck mal, kommt sogar noch Jigführung wieder rein. Das ist halt immer die Frage, wo drauf stehen die Fische, und das wechselt halt immer mal wieder, ne? Also darauf immer achten. Mal ist es eben dieses Jiggen, was interessant ist. Guck mal, funktioniert tatsächlich gerade. Speed Jig scheint gerade hier zu gehen, selbst mit der ganzen Strömung hier. Und da kommt schon einer rein. Ja, von der Stelle her gar nicht so schlecht. Ich hatte den gesamten Bereich die Tage mehrfach ausprobiert, wegen der Masus, die hier reingehen. Jetzt war ja gerade so ein winzig kleiner und hatte das, wie gesagt, hier schon mehrfach probiert und es lief tatsächlich auch ganz gut. Einen Tag hatte ich sogar 6, 7 Masus fast hintereinander und also wenig Unterbrechung dabei. Geht richtig gut. Es gibt da so ein paar Beiträge im Discord, genau jetzt hier zuletzt auch nochmal von Saruto, der hat das nochmal reingetippt. Also das ist wohl das, was gerade auch richtig gut funktioniert und immer wieder zu ganz guten Ergebnissen führt, gerade eben mit diesem Köder. Und das Schöne ist, es ballern hier eben auch mal so ein paar Exoten rein, also wirklich was Seltenes. Wie zum Beispiel hier Naver. Guck dir das mal an, Alten. Naver mit 600 Gramm, 75 Silber bringt das Teil. Einfach komplett übertrieben, wenn ich mir vorstelle, das Teil als Trophy. Das gibt halt richtig, richtig gut Cash, aber das leider eben komplett random, das Ding, ne? Also wenn man sich da anschaut, welche Köder da reingehen, komplett random, absoluter Zufallsfisch, passiert halt ab und zu mal, ne? Also von daher einfach viel rumprobieren, verschiedene Köder testen und wie gesagt, gerade dieses Kupferfarbene läuft richtig gut zurzeit. Ja, ob das jetzt dieser hier ist, dieser 25er Weiko, der gestreifte, also der hat bei mir jetzt zuletzt richtig gut geliefert, speziell eben auch die Masus. Jetzt muss ich natürlich wieder neu testen, gerade jetzt nach diesen Server-Neustarts wieder frisch an den Spot ausprobieren, geht das alles noch so wie bisher, und wenn nicht, naja, andere Köder testen, anderen Spot testen. Was ich gestern noch getestet habe mit dem gleichen Köder, da allerdings ein bisschen vorsichtig sein, war auf den Spot 150. Und auf 150 sind dann tatsächlich auch Königslachse reingeschossen. Und da musste ich dann schnell die Schnur ein bisschen stärker machen. Da bin ich dann auf 15 Kilo hochgegangen. Weil, ja, auf jetzt hier mit 13 Kilo, ja, kann man natürlich auch machen. Aber man hat eben einen mächtig, mächtig langen Drill. Ich zeige mal eben kurz das Setup. Ja. Hier mit der Ultima unterwegs, plus 10% aufs Spinning und auf Blinker, plus 2 auch noch zusätzlich. Und dann hier mit 13 Kilo Gesamtsetup jetzt sozusagen unterwegs. Nur 13 Kilo als Fluorocarbon-Komplettschnur. 350 Meter habe ich hier genommen. Fluorocarbon komplett, ohne Vorfach, einfach so, wie die Schnur halt ist, komplett verwendet. Daher eben auch die große Rolle. Da passt dann nämlich auch ausreichend Schnur drauf, auf so einem 10.000er Spulenkopf. Man kann natürlich auch einfach kleiner reingehen, ne? Wenn man hier mit einer 6.000er Rolle unterwegs ist und dann
einen Vorfach einfach nehmt. Ich glaube, in dem Fall würde ich hier sogar einfach einen 60er Vorfach nehmen und gib ihm. Also 196, 196, 196, 197, absoluter Klassiker. Und das ist, wie gesagt, hier schön in der Mitte auf dieser Map. Und dann auch, wie gesagt, einfach die verschiedenen Bahnen hier abziehen. Ne? Wenn wir hier am Ufer stehen, einfach gucken, dass wir hier die verschiedenen Richtungen abwerfen. Mal gegen die Strömung, mal mit der Strömung. Einfach so ein bisschen abfächern, zapp, 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 die verschiedenen Bereiche. Und dann trifft man eben immer mal wieder auf Bereiche, die richtig gut funktionieren. Ob das jetzt, wie gesagt, beim Durchleiern ist oder beim Jiggen. So, machen wir mal so auf eine 21. Da wiggelt das gerade ganz gut. Und dann, wie gesagt, locker durchziehen. Saiblinge, Saiblinge, Saiblinge. Damit fing es gerade an. Und ich teste jetzt erstmal noch ein bisschen weiter. Es ist ja gerade früh 8 Uhr morgens. Oha. Oha. Der fing aber langsam an und ging dann doch steil. Na, ob das ein ganz großer ist oder den König. Hör doch mal auf hier. Übrigens gerade deutlich besser. Doch, das Jiggen. Das ist ein Dingen. Gerade eben noch mit dem Durchleiern ging es ganz entspannt. Allerdings hauptsächlich eben anfangs für die Saiblinge. Und jetzt auf einmal mit dem Jiggen doch wieder deutlich mehr Ergebnisse. Selbst hier im relativen Nahbereich, also vielleicht nur so halb ausgeworfen, ging es auf einmal richtig gut los. So, jetzt gucken wir mal, was hier dran ist. Den müssen wir auch erstmal ein bisschen müde bekommen. Ja, solche Drills, die dauern immer und die kosten natürlich auch viel wertvolle Zeit. Aber zum Glück bringen diese Fische ja auch immer ganz gut Cash. Auch wenn es jetzt ein König ist mit, sagen wir mal, 13 bis 15 Kilo, dann ist das erstmal natürlich ein kampfstarker Fisch. Macht ja auch Bock, aber es bringt ja auch, wie gesagt, gut Silber. Und das Schöne ist, gerade hier oben in diesem Bereich ist es ja auch immer noch recht angenehm. Also wenn man das unten auf der anderen Seite der Map hat, also wenn man da so einen fetten Drill hat, dann hat man immer ja deutlich höheres Risiko, dass der Fisch abhaut, dass er weiter weg kann, dass er vielleicht einfach mit der starken Strömung wegzieht, weggerissen wird. Hier muss man sagen, es ist deutlich angenehmer. Also hier wirklich ein ganz entspannter Drill. Einfach am anderen Ufer, links und rechts, einmal die Route nach links, einmal nach rechts halten und dann drillt man ihn immer mehr müde. Man sieht es an der Schnur, ob er mit dem Kopf nach links dreht oder nach rechts dreht. Dann dreht man selbst halt in die entgegengesetzte Richtung und er bleibt quasi die ganze Zeit an einer Stelle und kommt nicht weiter weg. Nicht weiter weg. Da ist er, ein schöner Königslachs. Den tun wir mal hier jetzt auf Land. Oh, der hat auch ein bisschen Power, ey. Der hat auch ein bisschen Power. 15,6, das schmeckt. Schöne Färbung auch. Also, nehmen wir gerne mit. Der Köder, ja, doch ein bisschen Königslachs anfällig. Wie gerade eben ja schon gesagt, auf 150, das ist hier unten, eine von diesen Zippeln hier. Da liegt ein riesengroßer Baum und direkt hinterm Baum ist dann 150. Ich meine, das ist hier so rausgeworfen in diese Area. Auch verschiedene Bereiche abgefächert immer wieder. Und auch das funktioniert da richtig gut, auch mit diesem Köder hier. Allerdings auch da Königsalarm. Also sie ballern auch da rein. Und wenn man da eben zu fein unterwegs ist, dann wird es tatsächlich ein bisschen tricky. So, jetzt nochmal eben zurück hier auf 200. Ich glaube, das ist jetzt dieser Schniepi hier. Genau. Und dann nochmal locker ausgeworfen und gucken, was geht. Bremse machen wir wieder ein bisschen runter. Und dann nochmal gucken. Also, gerade speziell jetzt hier in der Area mehrere Masus zuletzt dran gewesen. Also, kurzes Fazit jetzt hier nach dem einen Test. Hier weiter unten in Richtung 200 ist leider so ein bisschen Flaute, bis gar nichts mehr los. Aber hier drüben auf 196, 196 oder grob in der Area, ne? Da läuft das hier immer noch richtig gut. Konstant, eigentlich immer wieder, wenn man auswirft, zack, relativ schnell auch ein Biss auf diesen Köder. Gucken wir mal, was jetzt hier gerade reingeschossen ist, was hier Bock hat.
Also es sieht ganz gut aus hier an der Stelle. 196, 197 ist es, glaube ich, wenn man da genau auf diesem Schniepi steht. Und dann kann man hier eben auch ein paar Brocken fangen. Wenn jetzt hier wieder ein König dran ist, dann hole ich mir aber auch ein etwas dickeres Vorfach und probiere es vielleicht gleich aber auch nochmal mit nochmal dickerem Vorfach. Denn, ja, wenn König, wenn hier wirklich was geht auf König, dann kann man den ja auch mal probieren, vielleicht nochmal mit einer dicken Monoschnur oder so. Beziehungsweise guten Tragkraft-Mono. Und, ja, vielleicht ein bisschen... Also die Mono ist ja im Verhältnis zu Fluoro ein bisschen dünner. Und vielleicht hat die dann... Ich glaube, das ist wieder ein König, ne? Mach mich mal nicht fertig, Alden. Ist das schon wieder ein König? 10 Kilo König jetzt? Hör doch mal auf. Hör doch mal auf. Der Drill war doch gerade schon genug. Aber er hat nicht so viel Power wie der andere. Alter, er hat einfach wieder noch... Er hat einfach Bock. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht doch nochmal ein großer Saibling. Es waren viele Saiblinge bisher hier. Was richtig gut ist. Saibling bringt richtig gut Cash. Ein. So, jetzt komm mal ran hier. Und da kommt er doch an. Der nächste König. Klassisch gefärbt. Ziehen wir ihn mal hier vorne. Jawohl, an die Ecke. Perfekt. 17 sogar. Na guck, der hat aber weniger Action gemacht als der 15er. Nice, richtig schöner Brocken. Na, das war doch gar nicht so verkehrt an der Stelle. Wenn man denn auf die dicken Brocken aus ist. Oh ja, mongolische Rotfeder wäre auch nochmal richtig nice. Gucken wir mal eben rein hier. Die beiden Teile. 100, wow, 134 und 117. Das ist doch gar nicht verkehrt. Ja, und wie gerade schon gesagt, die Saiblinge, ne, mit knapp 50, 12, dann die kleineren, auch gar nicht so schlecht. 345, viel Testerei da, dabei gewesen, natürlich mit den anderen Spots. Aber ich glaube, wenn man auf 196 bleibt und sich vielleicht hier auf die Könige fokussiert, ist das gar nicht verkehrt. Ich werde jetzt gleich erstmal meinen Köder noch ein bisschen umbauen, speziell für die Könige. Jetzt kommt hier gleich, da ist er, der 4-0er Haken drauf. Jetzt wird hier richtig übertrieben. So, auf dem 25er Weiko 4-0er Haken jetzt drauf und dann mit einer anderen Schnur. Gucken wir mal eben, ich denke, ich werde so in Richtung von 19 Kilo gehen. 19 Kilo Mono, das hat zuletzt auch mal ganz gut funktioniert. Nehmen wir mal diese jetzt hier. Einfach als Mono, genau, die Schnur geht komplett drauf. Und dann, wie gesagt, der Weiko 25, das ist er jetzt hier mit dem 4-0er Hook komplett übertrieben. Und so geht es jetzt weiter auf Königsjagd. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer komplett RF4. Bis dahin, Petri.